herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es gibt gute Nachrichten, man glaubt es kaum in diesem ganzen Elend oder in diesem ganzen Chaos. Schaut euch dieses neue Gerät an. Ein neuer Durchlauferhitzer und wir haben wieder warmes Wasser und können auch heißes Wasser wieder benutzen. Das heißt, die Dusche geht wieder. Perfekt. Was bisher geschah. Ja, schönen guten Morgen. Wenn man schon wie wir Vlogs macht, dann muss man auch das, was hier gerade passiert ist, mit reinbringen natürlich. Es ist ganz früh morgens noch, also ich war auch schon bei der Arbeit gewesen, bin gerade wieder nach Hause gekommen. Ja, wir hatten einen kleinen Wohnungsbrand, denn hier hinter mir, hier in diesem Schrank, da war so ein Durchlauferhitzer und der ist voll durchgeknallt, hat Feuer gefangen. Und dann ist das Ganze hier schön an der Decke, wie man sieht. Die hat jetzt eine schöne schwarze Farbe bekommen. Und das Erste, was mir entgegenkommt, Rauch. Und in diesem Rauch, schwer zu erkennen, stand eine Simone. Zum Glück nicht in Flammen, aber mit einem Messbecher in der Hand, in der Hoffnung, da halt so ein Feuer zu löschen. Dann hat sie mir in Panik das Handy in die Hand gedrückt. Ich habe die Feuerwehr angerufen und Wir dürfen ins Hotel ziehen, weil unsere Wohnung so eigentlich nicht wirklich bewohnbar ist. Also das sind ja noch die ganzen diese Dämpfe, dieser ganze Rauch, Qualm, Ruß. Es ist eigentlich nur Gestank von, von verschmortem Plastik. Was nicht gesund ist, würde ich sagen. Genau. Ja, und was seit dem letzten Mal alles hier passiert ist, das kann euch Simone erzählen, weil sie hat mit den Handwerkern am meisten abgemacht. Und ja, ich habe manchmal zugeguckt, aber das meiste weiß wirklich sie. Ja, also Handwerker sind es ja nicht richtig in dem Sinne, es sind ja Brandsanierer, die alles wieder auf Vordermann bringen und ja, die haben mein ganzes Geschirr und alles gereinigt. Ich verfüge wieder über saubere Cola-Gläser en masse. Ich hätte sie gerne ein bisschen länger entbehrt und die Küchenschränke sind alle abgenommen worden, leider. Das heißt, ich kann die Cola-Gläser gar nicht verstauen. Die bleiben also in den Kisten, die ich jetzt hier stehen habe, auf dem Flur alles. Das sind ganz alles meine Küchenutensilien, kann ich ja nicht auspacken und ja, die Küchenschränke kann ich euch abgebaut auch mal eben zeigen. Das waren mal meine wunderschönen Hochschränke, die haben sich total verfärbt, das sieht man jetzt hier in dem Licht wahrscheinlich nicht. Aber auch obendrauf, der ganze Ruß, ist alles zu sehen und ich bin sehr gespannt, wie lange das dauert, bis ich neue Schränke habe. Aber was picobello sauber ist und heute angeliefert wurde, ist unser Sofa. Top gereinigt, also richtig schön wieder, aber alles natürlich hier mit Folie zum Schutz abgedeckt, weil ja, es geht hier ja noch mit der Sanierung der Wohnung munter weiter. Ich hoffe, auch ein bisschen zügiger. Dass wir neue Teppiche brauchen, ist, glaube ich, nichts Neues, so wie die aussehen. Aber wir hatten auch gerade Besuch von der Versicherung und wir sind zu dem Entschluss gekommen, ja, wir müssen auch alles neu streichen lassen. In der ganzen unteren Etage, weil der ganze Ruß hat sich ja hier auch verbreitet und sieht dann auch nicht mehr schön aus. Und ja, es wird dann quasi alles mit Tapeten hier unten neu gemacht. Ja, aber erstmal geht's jetzt los mit dem Vlog. So, da hocken wir alle hier in unserem schönen Hotelzimmer am Nachmittag und gucken uns hier gerade nebenbei Scream Teil 2 an. Da werden Erinnerungen wach, nämlich an Zeiten, wo wir noch, Simone und ich, jedes Wochenende ins Kino gegangen sind. Ja, da bin auch ich mit Begeisterung ins Kino gegangen. Wir sind sogar teilweise bis nach Hannover gefahren, ins Cinemax, was es in Bremen noch nicht gab zu dem Zeitpunkt. Genau, und zum Cinemax sind wir auch nur hingefahren aus dem Grunde, weil es da eben diesen Dolby Digital Sound gab. Und der war hier in Bremen noch nicht erhältlich, sag ich mal. War was ganz Besonderes. Heute ist es ja Standard inzwischen. Und ja, wir haben ein Paket bekommen von Sarah und Thorsten. Und das haben wir hier ins Hotel geholt natürlich und machen wir erstmal auf. Genau, und wie gesagt, also dass ihr uns Pakete schickt, ist für uns auch immer noch was ganz Besonderes und wir freuen uns immer
jedes Mal und ich fange jetzt an. Ja, und vielen Dank dafür schon mal. Genau. Bin ich gespannt. Steht auch schon mal Vorsicht Glas drauf, oder? Ja. Stefan hat es hierher getragen und ich glaube, es war schwer. Für mich wäre es schwer gewesen. Oh, ach, wie cool. Ach, oh. Also man kann schon vielleicht, wer so ein bisschen auf YouTube das guckt, was wir gucken, der kann schon erahnen, aus welcher Richtung dieses Paket kommt. Das finde ich ja mega. Das ist ja krass. Hier, nimm mal. Oh, Johnny. Das ist schon geil, aber es kann nicht noch geiler werden. Als Sneak und Philo bei uns waren, hat Philo mir so eine Red Bull-Sorte gegeben. Die habe ich sonst jetzt nirgends mehr gefunden und ich muss sagen, die fand ich so, so lecker. Also, vielen Dank. Ja, es wird noch besser. Es gibt ein Stephansbräu, ein Radler. Und ja, wo wir gerade bei Stefan sind, Lieblingskekse. Oh, sogar noch eine andere Sorte. Das ist ja Wahnsinn. Irgendwie so extra Schoko oder so. Das kenne ich sonst gar nicht, dass hier so Schoko draufsteht. Wir haben noch ein Bier. Gut, dass wir hier einen Kühlschrank haben auch. Ein Löwenbräu. Ein Münchner Hell. Reicht der Tisch überhaupt? Landlust, ein Rosé, auch finde ich das nett. Da wissen aber manche Leute, was wir gerne trinken und dass wir hier im Hotel wohnen. Und ein Spezi. Was ist? Ein Spezi und für John? Twix. Spezi also, ist auch drin. Ach, da ist noch was drin. Ich dachte, das wäre schon. Kann gar nicht, noch ein Spezi. Und noch jede Menge und Zeitungspapier. Ein ganz netter Brief, denn Thorsten und Sarah gucken auch jedes Video von uns und ja, also wir sagen ganz, ganz lieben Dank. Unglaublich. Ja, mir fehlen die Worte. Gib mal den Ball her, Johnny. Wo ist der Ball? Das ist ja ein Ball vom, muss man eben zeigen, was aber echt Besonderes. SOS Steenfelde. Das ist ja der Verein oder ja, von denen, wo wir immer jede Woche zweimal vorm Fernseher sitzen, bei Udo und Wilke. Ja, finde ich auch immer super und unterhaltsam und sehr, sehr lustig. Hey. Jetzt machen wir ein kleines Spiel. Schweinchen in der Mitte heißt das. Der Schweinchen. Da ist das Schweinchen. Oink, oink. Ich werfe schon den Ball zu und er wieder mir. Und wenn Simone den Ball bekommt, dann muss der in der Mitte, der geworfen hat und ja, den Wurf versaut hat. Simone, du stehst ja nicht mit. So, und wie fehlt mir. Ich hasse Ballspiele. Ach, Mann, ihr seid groß. Ich hab keine Lust mehr. Ja, ich glaube bestimmt, dass ich in der Mitte sein muss. Nee. Ja, das Schweinchen eben. Hä? Los. Was? Oh, fang doch mal richtig. Schweinchen in die Mitte. Ja. Da haben wir schon ein richtiges Schweinchen in der Mitte gehabt, ne? Ja, jetzt hat keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Oh, John! Hör auf! Da ist das Schweinchen sauer. So, Simone hat rumgejault, dass sie in ihrer Küche, die eigentlich keine Küche mehr ist im Augenblick, weil da ja. Ja, warum eigentlich? Was ist da jetzt genau der Stand der Dinge? Ja, die Oberschränke sind ja alle abgenommen. Eine Elektrogeräte wie der Thermomix und meine anderen Küchenmaschinen sind alle noch nicht gereinigt, kann ich noch nicht benutzen. Aber es ist ja auch für uns eine Bereicherung, mal nicht bei Simone zu essen, oder? Und darum gehen wir jetzt, nein, also jetzt haben wir uns überlegt, wir gehen wieder mal zum Edelweiß, mal in unser Lieblingsrestaurant in der letzten Zeit hier. Ja, im Hotel essen, das ist einfach zu teuer, muss ich mal sagen. Und ich hatte heute auch keine Zeit irgendwie von der Arbeit ab nach Hause, darum hatte ich noch E-Mails mit den Versicherern und sowas zu schreiben und zu telefonieren und ich konnte mich einfach nicht ums Essen kümmern und habe auch nichts eingekauft und daher... Genau, es ist wirklich gerade nicht ganz so einfach, aber es hätte auch viel schlimmer kommen können alles. Eigentlich ist es ein bisschen jammern auf hohem Niveau, wir haben ein schönes Hotelzimmer und ja gut. Es ist umständlich alles, das ist also der gewohnte Trott, so langweilig das auch klingt, aber so bequem und angenehm das ist, der gewohnte Trott ist weg und das macht das irgendwie gerade ein bisschen kompliziert. Tja. Also seht zu, dass ihr in Urlaub kommt und mich endlich hier in Ruhe lasst. Genau, dann Johnny. Dann ist es für mich einfacher. Wir haben es ja bald geschafft. Die lange Wartezeit ist bald vorbei. Nächste Woche geht's für uns beide in die USA. Juhu!
Ja, das. Ey, das ist so peinlich, mit der hier rumzulaufen. Das können wir auch nur zurückgeben. Ich bin immer am Gucken, ob hier irgendwelche Leute sind, die ich kenne. Das ist so peinlich, ey. Tja. Oh. Wie auch immer. Junge. Wir können ja noch mal erzählen, was wir alles unternommen haben, damit das alles hier planmäßig über die Bühne geht mit unserer Reise. Jetzt haben wir erstmal Hunger. Okay. Um es kurz zu fassen, ich habe hier Weißbürste. Was auch immer. Das hat Simone. Die Vespa-Platte natürlich. Und Stefan hat. Was? Eine Haxe, eine Schweinshaxe. Oh, ich wollte sogar Haxe. Ich wollte sogar Haxe sagen. Ja, immer diese Qual mit diesen Instagram-Fotos. Macht dir doch nicht die Mühe, guckt sich doch eh keiner an. Vorstehende USA-Reise haben wir ja schon einen kleinen Aktenordner angelegt, wo alles drin ist. Es ist ein Wahnsinn, was man alles vorbereiten muss. Einmal haben wir hier unsere Lufthansa-Flugdaten, noch nicht die Tickets. Die kriegen wir erst am Flughafen. Da musste man für die so ein ESTA-Formular ausfüllen. Das ist so ein Einreiseformular. Das gilt für 2 Jahre. Das haben wir online gemacht für John und für mich. Dann ist hier schon drin das Auto, den Mietwagen, den wir gebucht haben. Falls jemand vorhat, in die USA zu verreisen, bucht den Mietwagen am besten nicht über das Reisebüro, sondern bucht das irgendwie anders. Wir haben es über ein ADAC gemacht, wo wir Mitglied sind. Da haben wir wirklich einen satten Rabatt dafür bekommen. Das haben wir. Den holen wir uns dann bei Hertz ab in Los Angeles. Ist auch eine super Autovermietungsfirma, muss ich mal sagen. Haben wir öfter schon gehabt. Dann haben wir unser Motel 6 in Los Angeles in Hollywood vorgebucht für 2 Tage. Das ist hier drin. Und dann noch so ein Attest für John und für mich, wo man eintragen muss, ob und wie man geimpft ist. Ja, und haben wir noch die Lufthansa-App, wo wir unsere Sachen schon eingetragen haben. Und ich bin mal gespannt, ob das Einchecken dann wirklich so einfach geht. Und wir haben sogar ja einen Vorabend-Check-In, dass wir also am Vorabend schon unsere Koffer zum Flughafen bringen können und dann am Reisetag ein bisschen gelockerter dort erscheinen. Ja, das wollte ich noch mal eben sagen zum Stand unserer USA-Reise. So, ein bisschen Ablenkung ist gefragt in diesen Tagen bei uns, und zwar positive Ablenkung. Und als wir uns vor vielen Wochen die Tickets für dieses Konzert gekauft haben, haben wir natürlich nicht gewusst, dass es eine solche Ablenkung für uns werden wird. Wir wollen heute auf ein Konzert, und zwar von der Gruppe Alphaville. Ja. Ich glaube, die ältere Generation, bei denen klingelt es sofort, die wissen sofort und haben die Lieder im Kopf. Und ich glaube, so die Generation von John ist da, glaube ich, nicht so up to date, oder? Was glaubst du? Wahrscheinlich kennen sie nur die richtigen großen Hits von denen. Mhm. Auf jeden Fall war es bei mir so, ich wollte schon seit vielen, vielen Jahren, also ich habe immer darauf geachtet, wann ist die Gruppe mal irgendwo live. Und wenn sie live war, dann war sie nicht in unserer Gegend, sondern immer mehr südlich von uns, und es war mir einfach zu weit dahin zu fahren, oder es waren Tage, wo man nicht Zeit hatte. Jetzt sind sie in Bremen, ganz in der Nähe, und diese Gruppe, muss ich mal sagen, früher, das war Anfang der 80er Jahre, als die Gruppe ihren Start hatte, da war es so, da hat man eigentlich keine deutsche Musik gehört. Die Gruppe Alphaville singt Englisch, ist aber eine deutsche Gruppe, und es war in meinem Alter damals irgendwie peinlich, deutsche Musik zu hören. Weil die Deutschen auch meistens Deutsch gesungen haben. Und zwar war es zur Zeit der Neuen Deutschen Welle, wo es schon ein bisschen cooler wurde, mal wieder als junger Mensch deutsche Musik zu hören. Aber das Besondere war auch, dass diese Gruppe einen Style hatte, und zwar musikalisch wie auch vom Aussehen her, der gar nicht zu Deutschland passte. Das war schon international angelegt, das Ganze. Die hatten so für damals coole Anzüge an und haben ein cooles Auftreten gehabt. Und
Ich liebe die Musik noch heute und ich bin echt gespannt, was wir heute zu hören bekommen. Ja, also an diese Auftritte kann ich mich gar nicht erinnern. Also die Musik habe ich früher natürlich wahrgenommen, aber ich glaube, ich habe die gar nicht so im Fernsehen oder so gesehen. Ich weiß jetzt gar nicht. Wie heißen die Musiksendungen? Peter Illmann-Treff oder? Ja, das habe ich geguckt. Aber mir ist Alpha Will dann irgendwie, habe ich wahrscheinlich nicht so hingeguckt irgendwie. Ne? Ich war damals mehr auf Nena fixiert. Man hört vielleicht ein bisschen in der Kamera Soundcheck. Das Ganze ist nämlich Open Air. Ist ja für Juli normalerweise eine tolle Sache. Jetzt sieht es auch gerade ganz gut aus, aber das Wetter ist in Bremen ziemlich unbeständig. Also so sonnig, wie es jetzt gerade ist, war es die ganzen Tage nicht. Hab gar nicht erst die Gedanken. So viel Pech haben wir nicht verdient. Ja. Das Wetter wird sich halten. Wollen wir sehen. Auf jeden Fall ist das hier eine ziemlich große Bühne. Seebühne heißt das hier in Bremen. Ist an der Waterfront. Oh ja. Ja, ich krieg schon richtig Luft. Geil. Ja. Große Bühne ist es auf jeden Fall. Wir haben gute Plätze bekommen, wo wir sehr spät gekauft haben. Ich freue mich schon riesig drauf auf jeden Fall jetzt. Ich auch. Noch eine Stärkung. Der beschissenste McDonald's in ganz Bremen, der ist hier in der Waterfront, kann man sagen. Völlig überladen, Personal völlig überfordert. Wir haben für diese Dinger jetzt hier, ich glaube, eine Viertelstunde gewartet. Das war früher schon so. Das waren die ersten, die es hier eingeführt haben mit diesem neuen System, mit diesem, dass man eine Warte-Area hat und dann seine Sachen in Empfang nehmen kann. Ich fand damals schon beschissen und heute ist es nach vielen Jahren, wo ich hier wieder bin, genauso beschissen geblieben. So. Chicken Burger, kann ich nur empfehlen. Billig und schmeckt gut. So, gleich geht's los. Es ist 10 vor 8. So spät war ich noch nie auf dem Weg zu meinen Plätzen. Eigentlich sind sie immer rechtzeitig da. Wie Stefan schon sagte, irgendwie, ja, McDonald's ist schuld. Ich weiß auch gar nicht, warum wir da immer noch hingehen. Wir wissen das eigentlich immer vorher. Ja, aber ganz egal. Ich bin jetzt echt gespannt, wenn es gleich losgeht, auf die Stimmung und wie es mir dann geht. Und ich freue mich einfach. So, sitzen wir auch schon. Reihe 4. Einmal zeigen bitte, also guter Blick auf die Bühne. So sieht's aus und ja, wir haben für das Ticket haben wir bezahlt knapp 70 Euro. Und wenn das Konzert gut wird, ich glaube es wird echt gut, was ich vorhin gehört habe, beim Soundcheck war schon super. Ich freue mich total. Lange drauf gefreut und viele, viele Jahre drauf gewartet auf die Chance. Ja, mal sehen, was so heute hier an 80er Jahre Hits gespielt wird. Die Sonne geht unter, das Konzert ist zu Ende. Es war für mich ein grandioser Konzertabend mit vielen Hits, nicht alle Hits, gibt natürlich noch mehr, aber doch, Hammer. Doch, es war ein gutes Gesamtpaket oder was sagt man? Nee, also total geflasht und hat wirklich Spaß gemacht. Und der Sänger, nach eigenen Angaben ist er 68 Jahre inzwischen, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also das kann gut sein, aber dann ja, ist er ganz schön fit gewesen, das kommt natürlich muss ich hin. Sagen. Hätte ich nicht gedacht. Und er hat sich natürlich seine extravagante... I want to live forever young.
ja. Alle sind begeistert, genau. Was ich sagen wollte, er hat sich natürlich seine extravagante Art wirklich erhalten, muss ich mal sagen. Und von die er früher auch schon so hatte, so ein bisschen. Und seine weißen Turnschuhe waren auch noch da. Ach, das war auch ein Markenzeichen? Markenzeichen war es immer gehabt, oder, ne? Ach, wusste ich nicht, sein Bühnenoutfit. Ja, also... Aber er hat eine tolle Band dabei gehabt und den Keyboarder, muss ich ja sagen, der hat richtig Stimmung gemacht, der Kerl. Also der hat ja echt alles gegeben. Ja, das stimmt. Ja, und jetzt fahren wir nach Hause und das Beste ist, wir sind morgen schon wieder hier. Ja. So, da sind wir auch schon in unserem eben erwähnten Zuhause. Und Johnny ist auch noch da. Noch. Naja, wir haben es jetzt gerade mal 20 vor 11. Gibt noch einen kleinen leckeren Absacker hier. Ja, und falls ich ein bisschen müde aussehe, liegt ja daran, ich habe hier, wir haben hier unten ein Fitnessstudio mit drin und das mache ich jetzt ab und zu, also mache ich jetzt schon seit ungefähr einer Woche. Ich möchte jetzt nicht so irgendwie Bodybuilder-mäßig so jetzt werden, da mache ich mir keine Hoffnungen. Ich möchte halt nur ein bisschen, da ich ausdauerlich, wie nennt man das, nicht so gut bin und weil wir ja auch in die USA verreisen, möchte ich da ein bisschen lernen, weil wir da auch viel laufen werden. Er möchte gerne mit mir mithalten können. Ich glaube, ich bin schon über dir. Das werden wir ja sehen. Ne? Wie sich auch eigentlich gehört, weil ich jünger bin. Naja, auf jeden Fall so, habe ich dann natürlich schön warm geduscht danach. Ist man schön müde, leg mich hin, kriege ich einen Anruf. So, ja, wir sind gleich da, wir treffen uns in der Bar. Ja, so ist das. Immer schön spontan. Bisschen kaputt. Was ich nochmal sagen wollte, eben Alpha Will, klingt ja immer noch nach in mir, das Konzert. Ich bin ja absolut begeistert, dass ich es endlich geschafft habe, das anzugucken und anzuhören. Und ja, gut, der Einzige, der von der Originalbesetzung der Band noch übergeblieben war oder ist, ist der Sänger gewesen. Und ja, mega war's. Ja, muss ich auch sagen. Mega und schade, dass es schon vorbei ist. So, da sind wir wieder da, wo wir gestern auch waren, hier an der Seebühne. Und heute haben wir das Wetter, von dem ich gestern gesprochen habe. Der Himmel ist nämlich schön stark bewölkt und ich trage hier Sachen, die ich normalerweise im Herbst und nicht im Juli anziehen würde. Aber heute ist John mal mitgekommen. Ja, habe ich mir auch mal erlaubt. Spaß. Also ich freue mich natürlich, war heute Schiller dran. Das war auch mein erstes Konzert, bin ich auch zu Schiller gegangen. Und das Tolle ist, mein Vater kennt den Künstler von klein auf. Also Nachbarn und ja, haben wir ja schon ganz oft mal erzählt. Wir waren früher Nachbarn und sind immer noch Freunde. Natürlich sehen wir uns viel zu selten, ist klar. Zwei verschiedene Orte. Verschiedene Orte und Christopher ist ja auch viel unterwegs, sag ich mal. Und naja, wir haben also letztes Jahr haben wir mehr Kontakt gehabt über SMS und sowas. Aber ich freue mich hier auf das Konzert wahnsinnig, muss ich mal sagen. Es ist nicht oft, dass wir zu Konzerten gehen. Und wenn man hier gerade ein bisschen zuhört, ist zumindest hier so eine Musik, die hier läuft von Schiller. Keine Ahnung, ob das Soundcheck ist oder ob das die, sagt man das, die Vormusik ist, die es immer gibt. Die Einlassmusik, oder? Einlassmusik, ja, genau. Kann sein, also. Ich bin schon sehr gespannt, weil ich war gestern so im Fieber. Ich bin so spät eingeschlafen, ich glaube gegen 2:30, weil ich so aufgedreht war. Ich denke, das wird uns heute nicht anders ergehen. Ja, genau. So, jetzt haben wir noch ungefähr, wie lange haben wir noch Zeit? Keine Ahnung. 8:30 geht das los abends. Wir haben es, glaube ich, jetzt 6:30 oder sowas. Ja, bisschen früh dran, aber gut. Erstmal was essen. Gestern war es hier ja schon schlimm bei McDonald's. Heute ist es noch schlimmer gewesen. Dieser Food Court, der hier hinter uns ist, der hätte ich auch gerne gesessen oder auch was gegessen. Ist alles voll gewesen, hauptsächlich deshalb, weil da viele Leute rumhocken mit ihrem Gucken auf ihr Handy und essen nichts. Und hier bei McDonald's haben wir heute eine halbe Stunde auf unser Essen und Bestellung gewartet. Doppelt so lange wie gestern eigentlich. Aber okay, ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Heute aber ein bisschen mehr Zeit. Was gibt's hier Feines? Wollen wir schon mal sehen, dass ich einen Doppel-Big Mac bestellt. Ist aber irgendwie groß, das darf man auch machen, ja? Ja, aber... So, ich habe den bis jetzt auch nur einmal gehabt. Ah ja, okay, gut. Sieht aber immer vernünftig aus. Wir haben hier so einen anderen Burger. Wie heißt der? Ach, was weiß ich, wie der heißt. Auf jeden Fall ist er lecker. Ich kann ihn ja mal aufmachen. Sieht aus wie bei McDonald's. Schmeckt wie bei McDonald's wahrscheinlich. Grand Barbecue Cheese heißt der. Ja. Mit Salat. Okay, guten Appetit trotzdem. Ich muss ja gestehen, der Burger schmeckt ausgesprochen gut, den Stefan mir mitgebracht hat. Ich habe mir aber erzählen lassen, weil ich habe einen Platz freigehalten. Stefan und John haben die Bestellung aufgegeben an diesen Bestellautomaten. Das System finde ich ja sowieso total blöde. Und von den 4 Bestellautomaten, die hier zur Verfügung stehen, sind 2 kaputt. Das ist McDonald's und ja, meckert nicht mit uns. Wir haben gestern hier schon, ja, rüber geschimpft. Warum sind wir wieder hier?
Es gibt hier keine gute Gastronomie. Es ist alles voll. Wir waren schon bei Pizza Hut im Restaurant. Die haben uns gleich abgewiesen. Da sind es 40 Minuten Wartezeit. Die haben überhaupt keine Kapazitäten. Also die Waterfront ist hier essenstechnisch eine Katastrophe. So, das ist von ihr aus. Ich wollte sagen, ich gehe hier gerne essen. Also ich bin ja oft mit Freunden in der Waterfront. Also von mir gibt es hier keine Beschwerde. Ich kann es nachvollziehen. Es ist ein voller Samstag. So, jetzt stehen Simone und ich hier alleine, weil, wie soll man sagen, unter der Bühne ist so ein offener Luftraum und das geht einem ganz schön an die Beine. Deshalb holt Stefan gerade noch eine Decke aus dem Auto und stelle ich mir auch schön gemütlich vor. Regenwolken ist gerade nicht so schön, aber wenn es nicht regnet, fände ich es auch irgendwie ganz gemütlich, wenn man dann hier gleich sitzt, so leicht dunkle Atmosphäre ist und man dann noch eine Decke hat. Also ich bin schon sehr, wie nennt man das? Gehypt. Habe ich noch nie gemacht. Zum Konzert eine Decke mitgebracht. Regen haben wir schon mal. Ich habe auch noch in der Jacke drüber gezogen. Oder mal, ja. So ist das im Juli, wenn man im Juli zum Open-Air-Konzert geht in Bremen. So, sitzen wir schön hier wie Oma und Opa mit unserer Wolldecke vor unserem Platz. Es ist nämlich so, dass hier so eine Bühnenkante ist und da kommt der ganze Wind andauernd von vorne, von der Weser. Und jetzt haben wir hier schön Windschutz gemacht und werden es aushalten. Wenn es Regen geben sollte, sitzen wir noch gerade in Reihe 2 überdacht. Kann man ihm zeigen. Also ich bin ja optimistisch und ich sehe schon einen ganz kleinen Fetzen blauen Himmel. Ich glaube, während des Konzerts wird alles gut und es wird nicht anfangen zu regnen. Es gab dann eine kleine Pause, nicht wegen Regen, sondern weil die analogen Synthesizer gestimmt werden mussten, die sich wegen der Wetterlage wohl verstellt hatten. War mir gar nicht so bekannt, dass man Synthesizer auch stimmen musste und dass die auch wetterempfindlich sind, aber das musste halt gemacht werden, damit es weitergehen konnte. Das Konzert ist zu Ende und ich muss sagen, wie immer fand ich es super, vor allem weil die Musik von ihm unterscheidet sich wirklich von den anderen so. Also er macht das irgendwie so individueller, irgendwie viel, ich finde, mir gefällt das so richtig gut. Und diesmal war es vor allen Dingen so, dass nicht so die Lieder im Einzelnen gespielt worden sind und auch vor allem nicht so viele Hits. Es waren sogar ein Teil dabei, das ich gar nicht kannte oder gar nicht wiedererkannt habe. Es war mehr so ein Klangteppich, sag ich mal, in den die bekannten Sachen so eingewebt waren, teilweise. Und das Tolle ist auch immer bei den Konzerten von Schiller, dass die Arrangements immer wieder anders sind. Also es ist nicht immer so, dass das immer gleich ist, es ist immer wieder neu erfunden. Und ich fand es ganz toll. Und was ich auch ganz toll fand, wir haben eben noch einen Zuschauer von uns getroffen. Ja. Und er hätte die Möglichkeit gehabt, Christopher, also Schiller, stand 2 Meter neben uns. Er hätte auch mit ihm ein Foto machen können, aber er hat mit uns ein Foto gemacht. Er hat uns irgendwie auf dem Bildschirm gesehen, hat er gesagt, auf der Leinwand. Ja, da war ja eine Kamera, die mitgefilmt hat und da hat er uns entdeckt. Also falls du das hier siehst, viele Grüße und schick uns mal das Foto vielleicht. Wäre vielleicht ganz toll zu sehen. So. Ich muss noch was zum Konzert sagen. Also das ist zum Schluss, also die Menge hat getobt, würde ich mal sagen. Die mussten sogar noch eine ungeplante Zugabe geben. Die waren selber ganz überrumpelt und 2 von den Musikern haben nebenher
auch erstmal ihre Handys gezückt und in das Publikum gefilmt, wie wir alle geklatscht und gejubelt haben. Ja, und haben wir auch gefilmt. Ja, aber ich glaube, für die Musiker, das ist vielleicht dann schon ein besonderes Erlebnis, wenn sie das für sich selber auch aufnehmen und das gar nicht glauben können. Ja, und sehr schön. Bevor das Video wieder so lang wird, unterbrechen wir Simone mal. Verabschieden wir uns jetzt mal. Wir werden uns auch jetzt in den Urlaub verabschieden. John und ich werden jetzt in demnächst oder jetzt die Tage in die USA fliegen und da unseren Urlaub verbringen. Und Simone wird unsere schöne Wohnung hüten. Ja, unsere schöne. Ich glaube, das wird sehr viel Arbeit für dich hier. Unser angekokelte Nein, Simone hat auch. Ich habe ja auch Urlaub. Genau, ich mache da ja auch ein bisschen was. Also, ne? So, und wie gesagt, wie wir dann in dieser Zeit, wo wir dann nicht da sind, unsere Videos machen und wie wir sie vor allem veröffentlichen, das wissen wir gar nicht. Vielleicht kommt auch gar nichts während der Zeit, je nachdem, wie es klappt bei uns. Genau. So, und jetzt würde ich sagen, mach Simone mal zum Abschluss die Absage. Ich kann das auch nicht. Kommen wir da nach vorne. Wenn euch dieses Video gefallen hat, wisst ihr ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst einen netten Kommentar da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ja, was soll ich sagen? Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ja, tschüss. Tschüss.